Hallo, du erlebst noch Angst und Panik, obwohl du schon Therapieerfahrung hast. Hier zeige ich dir drei Schritte, wie du es schaffst, damit noch besser umzugehen und die zu bewältigen. Du erfährst hier, was du machen kannst, um Herzrasen, Schwindel, Atemnot, enge Gefühl in der Brust oder Schwitzen und Zittern und all solche Dinge loszuwerden, was du machen kannst, damit du endlich stattdessen dich wieder mit dem beschäftigen kannst, was du schon lange machen willst, was viel, viel schöner ist an schönen Aktivitäten zum Beispiel. Ja, mein Name ist Petra Ahrweiler. Ich bin Diplompsychologin und ich stärke Menschen in ihrem Selbstvertrauen und zwar bei Einzelpersonen, Paaren und Familien. Und mir hat eine Namensvetterin geschrieben, die heißt auch Petra. Und zwar hat die geschrieben, hat mir eine E-Mail gesendet, mich plagen Ängste, zum Beispiel vor Wärme oder zum Beispiel zum Arzt gehen. Ich habe schon Verhaltenstherapie gemacht und trotzdem, was kann ich noch tun? Ich möchte endlich wieder frei sein. Ja. Folgende drei Dinge. Zum einen, du hast schon ganz viel Therapieerfahrung. Das heißt, mach davon mehr, was schon funktioniert. Das hört sich so einfach an, ist es aber nicht. Das bedeutet, mach dir jeden einzelnen Erfolg, den du gehabt hast bisher, mach dir den mal ganz bewusst, ganz deutlich. Jeden noch so kleinen Schritt, den du schon erreicht hast. Ja? Mach dazu vielleicht einen Vergleich zwischen der Zeit, bevor du die Verhaltenstherapie gemacht hast und dem jetzigen Zeitpunkt. Achte da ganz genau drauf. Hol dir alle Erinnerungen wieder hoch, die dir zeigen, was schon hilfreich gewesen ist und tu davon mehr. Dann achte darauf, was du schon vielleicht bisher getan hast, was nicht so hilfreich gewesen ist, was vielleicht im ersten Moment nützlich war, aber langfristig dir nicht weitergeholfen hat. Das hört sich auch so einfach an, aber lass das weg, was nicht weiterbringt. Das ist so oft, dass wir irgendwas immer und immer wieder tun und ausprobieren, obwohl es eigentlich nicht zu dem Ziel führt, dass du dich wirklich sicherer fühlst. Und zwar, dass du selbst sicherer wirst. Nicht indem du dir zum Beispiel eine Versicherung holst von einem anderen Menschen oder indem du dich begleiten lässt und so weiter, sondern was dich wirklich sicherer macht, dass du weißt, ich kann mit den Ängsten umgehen, die ich kriege das auch hin, dass die wieder weggehen. Ja, wie machst du das normalerweise, dass die wieder verschwinden? Achte da besonders drauf. Dann der dritte Tipp oder die dritte Anregung, die ich dir geben möchte, das ist, was fällt mir denn dazu noch ein? Wozu könnten denn eigentlich diese Ängste vielleicht auch gut sein? Weil was so hartnäckig ist, dass das immer wieder kommt, obwohl du schon Therapie ganz viel gemacht hast und dann denke ich, dann bist du schon eine ganze Zeit dran, mit den Ängsten besser umzugehen, dann, wenn die trotzdem immer mal wieder auftauchen, dann bedeutet das, die müssten ja eigentlich irgendwie auch eine positive Seite haben. Das hört sich ganz komisch an vielleicht. Du empfindest bestimmt diese Ängste und erst recht Panik oder Panikattacken eher wie, wie dein schlimmsten Feind beispielsweise. Und ich möchte dir empfehlen zu gucken, worin könntest du diese Angst und Panik auch als deinen besten Freund ansehen. Das bedeutet zum Beispiel, was könnte eine
eine große Herausforderung sein, wenn du die Angst und die Panik nicht mehr hättest und trotzdem in die gleichen Situationen kommen würdest oder das Gleiche empfinden würdest, was bevor die Angst und die Panik immer stärker geworden ist, vielleicht in dir aufgetreten ist. Meine Erfahrung ist von Menschen, die mit Ängsten und so bis hin zu einer Panikattacke sich auseinandersetzen und sich damit rumkämpfen, dass die Angst und die Panik sie oft ablenkt von Gefühlen, von Wünschen, von Bedürfnissen, die eigentlich da sind, wo sie aber keine andere, sage ich jetzt mal, Herangehensweise haben oder die in dem Moment zumindest nicht gerade denen parat ist, ja, also, und sie nicht wissen, wie kann ich da sonst mit umgehen. Beispielsweise, was ich ganz häufig erlebe, ist, dass mir jemand, wenn ich da genauer mit einer Person hinschaue, dass eine Person mir sagt, in der Situation, da war ich eigentlich, ich war gerade sauer auf jemanden, aber ich habe das Gefühl, da kann ich jetzt nichts sagen in der Situation. Was weiß ich, vielleicht weil die Situation nicht dafür angemessen war oder weil ich das Gefühl hatte, mich dann irgendwie zu blamieren oder dass ich dann nicht einem Streit gewachsen wäre oder das kann man doch nicht machen. Ich erinnere mich gerade dran, mir hat mal eine Klientin zum Beispiel erzählt, dass sie sich einfach nur unwohl gefühlt hat im Restaurant und lieber einfach vorzeitig irgendwie schon gegangen wäre. Und die Personen, aber mit denen sie da war, die haben dann noch gemütlich zusammengesessen und hat sich das nicht getraut, einfach mal rauszugehen oder zu sagen, ich möchte jetzt gehen, für mich ist jetzt für heute gut. Ne? Also sie hat das sich verpflichtet gefühlt, noch da zu bleiben. Und dann hat sie erste Symptome gespürt, zum Beispiel von Hitze, die aufkam. Und dann stieg sie direkt irgendwie in so ein Gedankenkarussell rein, was auch immer tiefer in die Angst und in die Panik reingeführt hat. Also das heißt, die Dinge, die du möglichst nicht tun solltest. Ja? Das heißt, sieh vielleicht die Angst und die Panik auch als einen guten Freund an, der dich darauf hinweist, da gibt's was. Zum Beispiel in der Situation gab's was, da wusstest du nicht, wie du anderweitig damit umgehen solltest, deswegen bin ich dir zur Seite gesprungen. Und du kannst Alternativen finden zu der Angst und der Panik. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel nicht traust, dich abzugrenzen, ne, also dann bedeutet das, um die Angst und die Panik loszuwerden, ist es besser, vielleicht auch noch andere Möglichkeiten zu finden, wie du aus so einer Situation rauskommen kannst, wie du selbstbewusst zu dir stehen kannst, wie du es dir vielleicht, sage ich jetzt ganz platt, am Arsch vorbeigeht, ob da jetzt jemand dumm guckt oder nicht, wenn du sagst, für mich ist heute gut, ich gehe jetzt. Ja? Ich hoffe, dir haben diese drei Anregungen weitergeholfen. Wenn du jetzt den Eindruck hast, Mensch, da gibt's was, das würde ich auch gerne die Petra mal fragen, dann schick mir das doch, diese Frage und eine kurze Beschreibung, maximal 20 Zeilen per E-Mail an kontakt@petra-aweiler.de. Und damit du die Antwort nicht verpasst, abonniere jetzt am besten direkt meinen YouTube-Kanal hier. Und ja, ich würde mich auch freuen, zu wissen, was für Themen bezogen auf Angst. Es gibt ja unterschiedlichste Ängste beispielsweise. Würden dich interessieren, schreib mir das doch in den Kommentar. Auch da reagiere ich gerne drauf. Ich antworte dir, wenn du weitere Fragen auch hier zu diesem Video hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann Daumen hoch. Ja, dann like doch bitte dieses Video. Okay, tschüss.